Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. In diesem Video möchte ich einmal AMAT oder AMAT, ich weiß nicht genau, wie man es aussprechen möchte, einrichten. Damit kann man eben aus FEM heraus Android-Tablets dann steuern. Das hier ist ja jetzt die Tablet-UI-Oberfläche. Diese wurde komplett in dem Tablet-UI-Kurs zusammengestellt. Wie genau das geht hier, wie man diese Elemente hier definiert und so weiter. Wird da auch pro Punkt hier einzeln genau drauf eingegangen. Gerne einmal reinschauen, Link ist in der Videobeschreibung. Und wir möchten aber jetzt dieses komplette Tablet hier noch eben in FEM integrieren. Dafür gehe ich hier gerade einmal raus und dann gehen wir einmal in den Play Store, weil dort müssen wir als erstes eine App laden und die nennt sich Automagic. Die ist so ein bisschen zu vergleichen mit Tasker, aber kann angeblich noch ein bisschen mehr und soll einfacher zu bedienen sein. Und schauen wir mal. Ich gehe mal davon aus, dass es die hier ganz oben ist, weil im Blogbeitrag oder im Wiki steht, die kostet 2,90 € und das ist die einzige App hier gerade, die 2,90 € kostet. Die anderen habe ich hier, ja, Tasker und so habe ich schon gekauft und installiert, aber wir nehmen jetzt die hier oben und kaufen die jetzt erstmal hier für 2,90 €. So, den Kauf bestätigen wir hier einmal. Ich hoffe, ich habe mich beim Passwort hier nicht vertippt gerade. Das ist alles sehr kryptisch. Zahlung erfolgreich, Installation läuft. Super, das sieht doch schon mal gut aus. 5,8 MB geht natürlich auch ruckzuck. Welches Tablet ich hier verwende, verlinke ich gerne auch einmal in der Videobeschreibung. Das fragen immer alle möglichen, weil das ist jetzt eben hier ganz gut für die Wandmontage, weil das eben quer ist und dann steht hier das Logo hier unten auch nicht so komisch an der Seite und die Kamera ist dann auch nicht hier, sondern eben hier oben. Für die Bewegungserkennung finde ich auch eben sehr praktisch. Ja, das Ganze öffnen wir jetzt hier einmal. Hier muss ich natürlich einmal akzeptieren, dann weiter, 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 weiter. Lese ich jetzt nicht alles. Bestimmt habe ich jetzt wichtige Informationen übersprungen, aber ich hoffe mal, wir kriegen das auch so hin. Jetzt müssen wir erstmal hier Berechtigungen erteilen. Da müssen wir Zulassen klicken. So, und das sieht hier auf jeden Fall schon einmal ganz gut aus hier. Bevor wir jetzt weitermachen, müssen wir in FEM einmal die COMBRIDGE definieren. Dafür sagen wir einfach hier define, dann einen beliebigen Namen, zum Beispiel hier AMAT Bridge und dann AMAT COMBRIDGE und dann haben wir die auch schon in FEM angelegt. So, ich musste gerade einmal den Akku der Kamera wechseln. Wir sind jetzt hier in der Automagic Premium App immer noch, wischen jetzt hier einmal von links nach rechts, gehen dann hier auf Flows Widgets importieren. Und jetzt wähle ich das hier vom Google Drive, meine Ablage FEM. Da habe ich nämlich gerade schon eine Datei hinkopiert, nämlich die 74 AMAT hier Automagic Flowset 4.2.2. Diese Datei findet man ganz einfach in dem FEM-Verzeichnis von seiner Installation, natürlich mit einer aktuelleren Versionsnummer wahrscheinlich. Und da einfach in das Verzeichnis opt FEM, dann nochmal groß geschrieben FEM und dann lib schauen. Und ich mache das wie gesagt über Google Drive, habe es jetzt über meinen PC auf Google Drive kopiert und kann jetzt hier mit dem Tablet drauf zugreifen. Gehe ich also einfach dann drauf und dann importiert er mir hier hoffentlich den Flow. Ja, Import, bla bla bla, okay. Und jetzt haben wir hier den First Run Assistant und den müssen wir jetzt hier eben einmal ausführen. Ja, jetzt haben wir hier den Assistenten ja importiert und jetzt gehe ich hier rechts auf die drei Punkte und dann hier auf Ausführen. Und jetzt klicke ich hier auf Sprache, man kann auch Dialog nehmen. Hallo und herzlich willkommen beim Einrichtungsassistenten von FHEM AMAT. Wenn du fortfahren möchtest, antworte einfach mit Ja, wenn nicht mit Nein. Ja. Wunderbar, bitte nimm dir Zeit und lese dir die Hilfedialoge genau durch. Wenn du dir unsicher bist, kannst du die Standardeinstellung, sofern vorhanden, belassen. Lass uns nun mit der Einrichtung beginnen. Ja, als erstes muss ich jetzt den Port hier angeben. Den kann man in dem Device sehen jetzt in FEM. Der Standard ist 8090. Darauf achten, dass der auch freigegeben ist. Ich musste den jetzt hier eben noch in Docker forwarden, damit das Ganze ankommt. Da müssen wir einen Gerätenamen hier festlegen. Ich wähle jetzt hier einfach mal Tablet, einmal OK. Da müssen wir jetzt noch die IP hier von FEM angeben. Das ist bei mir die 178.11. Darauf achten, dass hier keine Leerzeichen danach dem Punkt gemacht werden, weil jetzt muss ich noch die Geräte-IP angeben, weil wenn man jetzt hier einmal Punkt drückt und dann weiter tippt, dann ist bei mir hier immer ein Leerzeichen
wahrscheinlich irgendwie mit Schreibkorrektur oder so. Das ist jetzt die IP-Adresse von meinem Android-Tablet jetzt hier. Wenn du die nicht weißt, einfach in deinem Router nachgucken und darauf achten, dass sie sich nicht ändert, natürlich auch. Alle Informationen wurden nun erfasst und zur Amatcom Bridge gesendet. Ich werde gleich einmal prüfen, ob die Einrichtung des Devices in FHEM gelungen ist. Gib mir bitte bis zu einer Minute Zeit für die Prüfung. Die Einrichtung ist nun abgeschlossen und das Amat-Device wurde angelegt. Es scheint aber noch keine Verbindung zwischen FHEM und deinem Amat-Device zu bestehen. Mache am besten einmal ein Status-Request in FHEM für das Amat-Device. Ist der Status in FHEM weiterhin offline? Schaue bitte, ob alle Amat-Flows aktiv sind. Soll der Assistent gelöscht werden? Ja. In Ordnung, der Einrichtungsassistent wird gelöscht. Auf Wiedersehen. Ciao. Ja, das sieht doch gut aus. Das Gerät ist da und steht auch auf Active. Ich weiß nicht, warum sie gerade gesagt hat, dass ich nochmal einen Status-Request machen soll. Mache ich aber einmal. Und das Gerät ist hier jetzt auf Online auch. Also ich weiß nicht, wo das Problem ist. Ja, und jetzt können wir hier alles Mögliche machen. Ja, hier sehen wir jetzt auch nochmal das Flow-Set und so weiter. Aber wir wechseln jetzt hier erstmal in den Rechner. Da kann ich dann ein bisschen mehr zeigen. So, wir sind jetzt hier in FEM und wie man sieht, wurde mir hier ein neuer Raum angelegt. AMAT oder AMAT, ich weiß immer noch nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall, ja, haben wir jetzt hier die Bridge, die hatten wir ja von Anfang an definiert. Dann legt er auch direkt den Raum mit an, das habe ich nicht gemacht. Und hier ist jetzt mein Tablet. Das Gerät hat er ganz alleine angelegt, dadurch, dass ich jetzt einen Wizard auf dem Tablet durchgeklickt habe. Und jetzt kann man hier allerhand Setbefehle durchgehen. Man kann den Bildschirm anmachen, man kann das Tablet muten, Media abspielen. DND anschalten und so weiter. Und das Coolste ist aber eigentlich, man kann auch hier Fotos und Screenshots machen, aber das Coolste ist eigentlich hier die Text-to-Speech-Message hier. Und wenn ich jetzt hier einfach mal Hallo eingebe und das Ganze dann absende, Hallo. dann sagt das Tablet eben Hallo. Und das ist ziemlich cool. Jetzt kann man nämlich, ja, jetzt braucht man nicht so eine Alexa-Integration oder so, weil die kann man natürlich auch sprechen lassen, aber dann hat man eben das Problem, dass man ja da seinen Benutzernamen, also seine E-Mail-Adresse und sein Passwort hinterlegen muss für dieses Echo-Device von seinem Amazon-Konto. Da vertraue ich nicht so richtig rein, weil eben sehr viel mit meinem Amazon-Konto zusammenhängt. Da möchte ich ungern mein Passwort eingeben. Wäre das jetzt irgendein anderer Account, wäre das nicht so das Problem. Aber das möchte ich nicht so gerne und deswegen ist das hier jetzt eine super Variante, dass eben das Tablet, was dann an der Wand hängt, eben auch Text-to-Speech-Nachrichten einfach sprechen kann und mich begrüßen kann, mir erzählen kann, wenn irgendwas passiert und so weiter. Hier unten haben wir dann noch ein paar Readings, im Flugzeugmodus natürlich, dann welche Android-Version da gerade drauf ist, wie es dem Akku geht, wie heiß der Akku ist und so weiter. Also hier sind sehr, sehr viele Informationen. Und hier kann man wirklich einiges von abholen. Man sieht auch, dass der Screen hier gerade nicht gelockt ist und ausgeschaltet. Und wenn ich jetzt die Hand drüber bewege, dann sollte das Ganze einmal auf Anwechseln, genau, weil hier habe ich natürlich so einen Motion-Detektor mit drauf, beziehungsweise mittlerweile mache ich das mit dem Fully-Kiosk-Browser. Wie genau das geht, erkläre ich auch in dem Tablet-UI-Kurs. Und so sieht das Ganze hier jetzt bei mir aus. Und hier habe ich jetzt mein Tablet integriert. Das Coolste ist, wie gesagt, dass man einmal hier auf den Akkustand reagieren kann. Das heißt, ich könnte mir, wenn das Ding nicht im Dauerstrom hängt in der Halterung an der Wand, zum Beispiel eine Notification schicken, wenn der Akku fast leer ist. Oder ja, wenn der Batterie nicht mehr so gut geht, kann man darüber informieren, gucken, wie lange die Batterie hier generell hält. Ich weiß nicht genau, was hier Health aussagt, ob der Wert jetzt weiter steigt oder sinkt, keine Ahnung. Dann kann man natürlich hier das Volume hochstellen, man kann das Ding muten. Das heißt, angenommen, man geht jetzt in den Nachtmodus, weil alle im Bett liegen, dann könnte man das Tablet natürlich auch muten und dann würde eben gar nichts mehr rumkommen. Man könnte es hierüber als Media Player benutzen. Man kann hier den Homescreen starten. Man kann theoretisch sogar SMS verschicken an bestimmte Nummern oder man kann Anrufe starten, weil das geht natürlich nicht nur mit Tablets, sondern hier eben auch mit Android Devices. Ja, und hier geht wirklich einiges und wirklich ein super Modul. Hätte ich schon viel eher einrichten sollen. Kann ich auf jeden Fall jedem nur empfehlen und geht wirklich einfach mit diesem Wizard. Man muss nur einmal diese 2,90 € investieren. Das ist wirklich nicht die Welt. Und dann einmal diese Datei ausführen, durch den Wizard klicken und dann ist man genauso weit wie ich hier gerade. Das dauert, wenn es gut läuft, eine Viertelstunde, 20 Minuten und dann hat man alles fertig.
Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir fürs Zusehen. Wenn du mehr zu Tablet UI hier sehen möchtest, schau dir doch gerne mal hier den Kurs an. Gibt's im Shop. Hier siehst du auch alle Videoinhalte. Es ist eine ganze Menge geworden. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du da einmal mal reinschaust oder auch ja, das Update anschaust, weil es kommen immer mal wieder neue Videoinhalte da auch zu, weil ich natürlich auch mehr nach und nach umsetze. Das dokumentiere ich natürlich, pack's mit in den Kurs, aber dann wird der eventuell auch noch ein bisschen teurer demnächst. Deswegen, vielen Dank fürs Zusehen bis hierhin. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat und weitergeholfen hat. Erzähl mir doch, ob du das Ganze schon im Einsatz hast, was du damit so, ja, umgesetzt hast. Und dann sehen wir uns im nächsten Video hoffentlich wieder. Damit das geht, abonniere den Kanal. Und ich würde dann sagen, alles Gute bis dahin. Ciao, ciao.